Hey, lieber Zuschauer, mein Name ist Zirkon99 und im heutigen Autodesk Inventor Professional will ich dir, lieber Zuschauer, zeigen, wie man diese schöne Sechskantschraube, die wir hier so sehen, anfertigen können. So soll das Ganze am Ende aussehen und wie wir da hinkommen, zeige ich jetzt natürlich in diesem Video Schritt für Schritt. Um nun jetzt die Sechskantschraube anzufertigen, müssen wir natürlich im ersten Schritt ein Bauteil wieder anfangen. Dazu gehen wir auf Bauteil. Und wenn wir jetzt in die Ebene kommen, wo wir das Ganze hier bearbeiten können, müssen wir natürlich erstmal mit einer 2D-Skizze anfertigen oder besser gesagt starten. Dort gehen wir dann wieder auf die XY-Plane, wählen das Ganze aus und kommen dann wieder hier, wo wir das Ganze anfertigen können. Zuallererst müssen wir natürlich die Geometrie projizieren, gehen dann wieder über Ursprung auf die ganzen Achsen, die wir benötigen. In unserem Fall sind das ja alle, außer die obersten Ebenen, sondern nur die Achsen. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir hier in dieser Leiste auf Rechteck mit Linksklick und wählen Polygon aus. Dort nehmen wir die vorgeschriebene, oder besser gesagt schon was vorgegeben ist, die sechs Kanten. Gehen dann vom Mittelpunkt aus nach links, damit wir ungefähr gerade haben. Drücken dann mit Linksklick darauf ungefähr die Größe, sagen das Ganze mit fertig, das ist in Ordnung. Und nun können wir über die Bemaßung noch die Größe, die wir benötigen, einstellen. Dazu gehen wir hier auf diese Kanten, damit wir auswählen können unsere Größe, die wir benötigen. Mein Fall sind das jetzt 16 mm. Können die Skizze fertigstellen, denn in diesem Schritt sind sie jetzt fertig und können über die Extrusion aus der 2D-Skizze eine 3D-Skizze anfertigen. Und wählen dann unsere Größe, die wir benötigen für den Schraubkopf. Ganz mit OK bestätigen. Und nun mit Rechtsklick auf dieser Fläche eine neue Skizze anfertigen. Wieder über Geometrie projizieren, die ganzen Achsen auswählen, die wir benötigen. Wieder mit Enter bestätigen. Nun über Kreis auf den Mittelpunkt gehen. Unsere Größe, die wir benötigen, auswählen. Und können dann sagen, wieder mit Skizze fertigstellen und Extrusion die gewünschte Größe eingeben, die wir benötigen für diesen Kreis und wieder über Rechtsklick eine neue Skizze anfertigen. Wieder dasselbe machen wie gerade eben. Wieder mit Enter bestätigen und einen Kreis nehmen zum Mittelpunkt. Größe auswählen, die wir benötigen und wieder über Skizze fertigstellen. Beenden. Wieder über Extrusion. Die gewünschte Größe, die wir jetzt benötigen, und zwar für die Gewindelänge ist das jetzt gedacht, auswählen, weil eine Schraube ist immer so, dass der eine gewisse Gewindelänge hat. Dann nochmal hier einen Puffer dazwischen, zwischen Schraubkopf und Schraubgewinde hat, sozusagen. Und diese Sachen müssen wir jetzt noch mit einem Gewinde ausstatten. Das machen wir, indem wir hier auf Gewinde in dieser Menüleiste gehen, drücken. Dann warten wir, dass die Leiste sich öffnet, wo wir das Gewinde einstellen können. So wie Spezifikation. Und können dann damit natürlich das, was wir mit Gewinde ausstatten wollen, auswählen. In unserem Fall ist es jetzt hier diese 60 mm, die ich hier angefertigt hatte, und drücken darauf. Und wenn wir darauf gedrückt haben, dann erscheint das Gewinde, das wir benötigen. Aber in unserem Fall ist es so, dass wir nicht die komplette Länge benötigen, sondern nur ein Teil. Deswegen gehen wir hier auf Versatz. Das heißt, dass der dann nicht komplett von vorne anfängt, oder besser gesagt vom Ende, sondern um 2 mm jetzt versetzt hat. Und wir das Ganze dann jetzt noch das Restliche dann ausstellen können, oder besser gesagt, dass eine komplette andere Länge verwendet werden kann, indem wir die komplette Länge da angeben, sind da 60 mm, also Versatz 2 mm, dann sind noch 58 vorhanden. Und dann können wir das Ganze anwenden und das Gewinde ist nun dran. Wir können das Ganze natürlich schließen und dann ist die Schraube auch schon zum Teil fertig. Jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt noch machen müssen. Zum einen ist es die Phase, die wir vorne ransetzen, weil jede Schraube hat ja sozusagen eine Abrundung.
damit diese nicht kantig ist und eine bessere Führung hat in die Bohrung. Deswegen gehen wir jetzt über Phasen. Gehen dann hier rüber, wählen dann unsere Phasenlänge ein, die wir benötigen. Und in meinem Fall sind es 0,92 mm, denn ein 10-Gewinner hat ja eine gewisse Phase nur. Und in meinem Fall sind es 0,92. Diese habe ich aus dem Metallbuch oder aus dem Internet gezogen und können das Ganze dann auf Anwenden anfertigen und mit der Phase fertig. Nun ist aber so, dass jede Schraube nicht so ungefähr ist, dass sie hier spitzkantig sind, sondern Abrundungen hat und deswegen müssen wir mit dem Wetterprogramm, also jetzt über Rundungen, unsere Sachen, die wir benötigen, einstellen. In meinem Fall sind hier zum Beispiel die Abrundung 0,9, 0,5 meine ich. Diese kann ich dann anwenden. Und die anderen zwei sind 0,2. In meinem Fall, in eurem Fall kann es also sein, dass es ein bisschen anders ist. Ihr könnt das Ganze auf Anwenden drücken und wir sind mit dem Teil fertig. Nun ist es aber so, dass wir jetzt noch bei der Sechskantschraube, die ist ja in unserem Fall nicht hier so eckig, sondern hat hier Abrundungen und das kriegen wir hin, indem wir jetzt über die YZ-Ebene, meine ich, gehen und dort dann eine 2D-Skizze anfertigen. Und nun ist es so, dass wir erstmal über die Geometrie projizieren, die ganzen Achsen wieder auswählen, die wir benötigen, mit Enter bestätigen. Und nun ist es so, dass wir über die Linie ein Dreieck projizieren hier. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir über 5 mm kommen in jedem Winkel natürlich. Und dabei ist natürlich auch zu beachten, dass wir einen 45-Grad-Winkel haben. Kurz schauen, ob die Länge reicht. Nein, das war zu kurz. Nochmal entfernen. Das heißt, nochmal eine Linie erzeugen. So, jetzt sollte es reichen. Yep, reicht. So, wenn wir das Ganze haben, dann sind wir mit der Sache fertig und können die Skizze beenden. Und nun ist es so, dass wir über die Drehung eine Differenz nehmen und wir die Achse auswählen, wo das Ganze gedreht werden soll. Da sehen wir hier schon, wenn wir uns das anschauen, was er wegnehmen wird und das soll auch gemacht werden und können das Ganze mit OK bestätigen. Und siehe da, der Schraubkopf ist nun auch fertig, hat eine Rundung mit drinnen, eine leichte. Das sollte auch der Fall sein. Und sind dann auch am Ende unseres Videos angelangt, sind mit der Schraube fertig, so wie das sein soll. Mehr gibt es an dieser Stelle natürlich von mir dann nicht mehr zu erzählen und verabschiede mich deswegen von dir, lieber Zuschauer, und schalte das nächste Mal ein bei einer weiteren Folge von mir, The Cone 990.